Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Im letzten Part gab es eine weitere Nebenschlacht und so auch in diesem Part wird es eine Nebenschlacht geben, allen voran mit Dorothea. Yay! Which battlefield are you headed to? Die will ich wieder als Tänzerin noch ein bisschen mehr austesten. Die hat nämlich Bock auf die nächste Schlacht, das ist sehr, sehr gut. Und da haben wir entweder die hier zur Auswahl oder die hier. Die hat ja Level 81, ist also eigentlich erst für später gedacht und die hier hat ein bisschen weniger, deswegen mache ich zuerst die. Rettung der Dorfbewohner. Ein Hilfegesuch aus einem Dorf im Ordilia-Gebiet hat die kaiserliche Armee erreicht. Vernichte die Banditen und rette die Dorfbewohner. Wir kriegen da ein Kriegerbuch und einen Trainingspunkt wieder. Okay, dann starten wir gleich mal. Let's go. Und wie gesagt, Dorothea wird auf jeden Fall dabei sein. Und wenn man noch die andere Einheit die Lust hat, weiß ich gar nicht mehr. Truppen der Bürgerin werden auf jeden Fall gerettet. Und eine Bürgerin darf nicht besiegt werden. Oh, okay. Das wird stressig. Eieiei. Die sind unbewaffnet. Dann kann ich vielleicht doch nicht so viel austesten, wie ich wollte. Wie immer eigentlich. Naja, auf jeden Fall. Ich nehme trotzdem darüber vier mit. Okay, es kommen auch Magier vor. Und sie ist ja als Tänzerin gegen Magier im Vorteil. Nicht gegen Axtkämpfer, sondern gegen Magier. Deswegen, sie ist da oben auch ganz gut. Das passt. Und wer will noch? Manuela. Okay. Außerdem noch Ferdinand, der hat sogar auch die geheime Medizin, kann also gleich von Anfang an, wie wir hier sehen können, schön abgehen und ein bisschen Geld für mich sammeln. Mit Dorothea zusammen, die ist dann wie gesagt da oben gut und da kann ich dann sie noch mehr austesten. Byleth werde ich auch mitnehmen, als Erleuchtete mittlerweile, da habe ich also auch eine neue 5er und 6er Kombo, die ich austesten kann. Also ich habe sehr viel zum Austesten, ob das alles klappen wird, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Und Byleth werde ich dann mit Manuela eben zusammenpacken und die da unten auch noch ein bisschen was machen kann, eventuell. Wahrscheinlich werde ich aber bei dem Zweier-Team mit Byleth fast alles machen. Genau. Dorothea hat auch den Stein des Wissens noch, deswegen da kann sie auch viele Klassenerfahrungen sammeln. Und ja, ich wollte irgendwas anderes, wollte ich auch noch erwähnen. Das habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Ich habe es vergessen. Egal. Dann war es nichts Wichtiges. Okay, wir fangen einfach an. Los geht's. Ferdinand Rides. Jawohl! So, dann Dorothea kommt gleich mal her. Ihr zwei. Und Byleth geht gleich mal hier hin. Okay. So, Dorothea. Perfekt. Die Fertigkeit von Ferdinand ist ja auch sehr gut, dass er schneller wird, wenn ich schön angreife. Aber mehr Geld ist trotzdem besser. Zack! Und er hat auch Plündern, deswegen kriegt er noch mehr Geld mit ihm. Das geht ab. So, ich muss aber mich schon, glaube ich, ein bisschen beeilen, weil, ja, die sterben, glaube ich, sehr schnell. Okay, dann geht Byleth schon mal direkt hier rein. Was ist mal hier für ein Gegner? Ein Schwertkämpfer, genau. Ich hoffe, dass ich da noch Zeit habe, mit Ferdinand mir hier Geld zu holen. Ja, mal gucken. Ist ein bisschen risky, was ich hier mache. Zack. Aber das wird schon funktionieren. So. Und hier durchreiten. Ja, ich kann die großen Gegner noch nicht mitnehmen, leider. Das ist ein bisschen nervig. Bam. Wie war das jetzt kein Treffer? Muss ich mich verarschen? Zack. Sehr gut. Und stirb. Aber ich habe dann... Genau, ich habe jetzt auch übrigens drei Spezialen des Leisten, richtig? Deswegen kann ich dann gleich da schön viele reinmachen. Jetzt auch hier noch weiterhin. Machen wir gleich mal hier. Und los! Zack! So, und dann die Festung kann ich auch gleich eben einen reinmachen. Und los! Dann ist die Bürgerin schon mal gerettet. Bam. Okay, wunderbar. So, dann gehst du gleich hier nach oben. Ja, okay, die halten ziemlich lange sogar aus. Ich habe erwartet, dass die instant sterben würden, aber zum Glück nicht. Okay. Dann. Ja, nee, ich mach Spezialangriff. Wir könnten Byleth, kann man ja eigentlich sehr einfach Kombos austesten, weil ich halte einfach die Gegner an. Zack! Und dann teste ich meine Kombos. Also, ist eigentlich dann gar nicht so schwer mit Weile. Das dürfte machbar sein. So, hier zum Beispiel. Hallo? Fünfer-Kombo. 1, 2, 3, 4, 5. Bam! Okay, Blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feuer! Zack. Genau, ich muss da häufiger dran denken, dass ich mein Schwert ja dann auch mit dem entsprechenden Element versehen kann. No escape. Oh yeah.
sehr schön. Okay, neue Gegner übrigens aufgetaucht. Jupp. So, dann Dorothea, Spezialangriff. Perhaps a Duett passt übrigens noch besser jetzt als Tänzerin. So. Sehr gut. So, da sind auch neue Gegner erschienen. So viele neue Gegner. Okay, jetzt mal hier. Einser-Kombo. Zack. Einfach nur nach oben. Okay, standardmäßig. Zweier-Kombo. Stich nach vorne. Eins, zwei, drei. Sowas hier. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Großer Wirbelsturm. Eins, zwei, drei, vier. Ja, verdammt. Ja, mach halt zuerst. Das wollte ich gar nicht. Wieder verdrückt. Mach mal zuerst Meteor. Okay, jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Viele Schlitze. Zack. Sehr schön. Boah, das geht so ab. Wunderbar. Und stirb. Ein Sechser-Kombo kennen wir ja auch schon. Die haben wir schon mal gesehen. Das ist das mit den vielen Wirbelstürmen, die sie raushaut. Genau. Oh Gott, okay, sehr viele Gegner. Zack. Oh, ein Schattenschleicher. Oder Schattenschleicherin. Pitakos oder so. Okay. Ach du Scheiße, weich aus! Okay, 10% erst geht noch. Bezahlung kommt gleich voll. Oder einfach so, das geht auch. Abgehen, ich sehe gar nichts mehr. Bums! So, leben aber noch. Machen wir gleich einen Spezialangriff rein. Was soll's? Zack. Gut. Und das reicht auch für ein Level-Up. Der lebt sogar immer noch, willst du mich verarschen? So, hier ist Pitakos. Was ist noch die Nebenmission? Beschütze den Falkenritter während der Rekrutierung des Totenpriesters. Achso, okay, ah, den kann ich rekrutieren deswegen, weil der ist nämlich eigentlich schon tot. Genau, weil kann ich rekrutieren. Okay. Ja, das kann dann leicht aber vier machen, meinetwegen. Ich habe ja schon sogar sonst alles andere gemacht eigentlich. Nur Gegner habe ich auch schon mehr als genug. Ich kann jetzt noch ein paar Gegner farmen. Die Bürger sind auch alle safe, glaube ich. Ja, sind sie. Das sind ja meine hier, die da. Ah ne, das sind auch Gegner. Okay. Ja, dann helft mal sogar noch da unten aus. Oder macht das Byleth? Ja, das kann Byleth auch machen. Okay. Eigentlich Manueller soll schon auch ein bisschen was machen. Komm, davon auch Manueller auch noch ein bisschen. Die ist ja auch gut gegen die Festungsritter hier. Ist aber ziemlich gut, genau. Zack. Berater auch noch. Der ist bei mir aber direkt. Hier, ja, perfekt. Dann stirb gleich mal. Du Berater. Dann kommt er gar nicht zum Beraten. Sehr gut. Ja, das war's auch schon. Easy. Jetzt noch kurz nach oben zu den Löwenrittern und da noch dem einen Bürger helfen. Machen wir hier einfach mal so. Ah, ist noch nicht voll. Okay. Es dauert echt ziemlich lange bei Manuel, das aufzufüllen. Aber ist ja auch relativ stark. Gewitter! Und Bollganone! Jetzt habe ich es auch voll, oder? Bam! Boah, es zieht zu viel ab. Nice. Give it to me, dankeschön. Andere ist auch noch reingeflogen. Sehr freundlich. So, und stirb. Okay. Aber jetzt können wir die Mission dann beenden. Ich kann auch meinetwegen hier ein bisschen kämpfen. Okay. Ich will jetzt mal aber hier kurz, da sind eh noch ein paar Gegner, noch kurz was austesten. Mit Dorothea. Wenn ich jetzt das hier mache, zack. Zack. Ich habe auch eine Leistung, die leert sich da. Okay, ja, genau. Ich kann das also nicht beliebig oft machen. So, jetzt ist sie schneller und cooler. Und Ferdinand auch. Ja. Jetzt ist es bei Ferdinand quasi so, als hätte er seine Signaturfertigkeit zurück. Das ist schon ziemlich gut dann auf jeden Fall. Das muss ich wirklich häufiger machen. Das einzusetzen. Da ist sie wirklich viel, viel schneller. Guck es mal an. Viel, viel schneller und stärker. Bam! Ja, Pitakos hat gar keine Chance gegen mich. Und stirbt. Okay. Ja, das geht ab. Bums. Also mir gefällt die Tänzerklasse immer noch sehr. Und habe ich jetzt auch schön austesten können. Mit Byleth habe ich sogar auch, als er leuchtete, noch 5er und 6er Kombo auch austesten können. Also ziemlich cool.
hat alles funktioniert in der Mission, ausnahmsweise mal. Great things await me. Mhm, das ist gut. Da-da-dum. Und Byleth auch noch, Level 44 schon. There's still room for improvement. Geht so. Cheers means so much more when I'm on stage. Yay! Jetzt passen die ganzen Quotes von ihr auch viel besser als Tänzerin. Sehr schön. So, hat noch nicht ganz die erste Stufe erreicht, aber vier, dann kriegt sie ja... Quatsch, sie kriegt nicht Buchbrecherin. Weil das kriegen die Einheiten ja nur auf der Klasse, die sie haben wollen. Tänzerin ist ja nicht die Klasse, die Dorothea eigentlich haben will. Ich glaube, keiner will Tänzer werden. Was ich gar nicht verstehen kann, weil das wunderschön ist. aber ja, im Prinzip Dorothea will halt eigentlich Grammaria werden. Und da müsste ich auch mal noch sie die erste Stufe lernen lassen, damit sie da dann eben Bogenbrecher bekommt. Ja, und Buchbrecher kann sie, glaube ich, nicht bekommen. Okay. Wunderbar. Da-da-dum. Trainingspunkt, Strategieressourcen. Und außerdem Baumaterialien. Eine Karawane bedrückter Händler hat sich versammelt. Anscheinend läuft das Geschäft aufgrund des Krieges nicht gut. Ich will so weit wie möglich weg von hier. Daher möchte ich unnötigen Ballast vermeiden. Nehmt euch, was ihr wollt. Sehr freundlich. Dankeschön. Dann hier irgendwas. Ein ziviles Haus in einem Dorf in einiger Entfernung zum Schlachtfeld. Du hast das Haus eines berühmten ehemaligen Ritters besucht. Okay. Ich freue mich, jemanden unterrichten zu können, der sich auf dem Schlachtfeld bewiesen hat. Was krieg ich da? Den Äxte-Kampftechnik-Level. ja, Elgard oder Casper, logischerweise. Das sind ja immer noch meine einzigen beiden richtigen Axtkämpfer. Ich habe immer noch keinen anderen, glaube ich, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, Casper nämlich weniger als Elgard. Der hat auch weniger Level, deswegen nehme ich mal ihn. Ja, ich muss Casper auch noch austesten als Wyvern-Lord. Habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gemacht. Da kenne ich auch seine Sechser-Kombo, glaube ich, noch gar nicht zum Beispiel. Da-da-dum. So, Kriegsschlag. Okay, gut. Und hier irgendwas. Ein Wald, der während einer Schlacht niedergebrannt wurde. Du hast einen begeisterten Gelehrten getroffen. Es schien, als hätte er den Krieg gemieden, aber sich dann zu sehr in seine Forschung vertieft. Die hier habe ich im Wald aufgesammelt. Nehmt euch, was ihr als nützlich erachtet. Eulenfeder oder Gipskraut? Ist Gipskraut ein normales Geschenk? Schon, glaube ich, oder? Ich meine, dann ist halt Eulenfeder logischerweise besser, oder nicht? Weil Eulenfeder ist ja immer gut. Ich meine, das stimmt sogar nicht hundertprozentig, weil es gibt andere Geschenke, die etwas teurer sind, die zwar nicht bei jedem die Unterstützung erhöhen, die ich aber zu einem höheren Preis verkaufen kann. Das habe ich schon mal gesehen, weil Eulenfedern kann ich, glaube ich, für 150 Gold aktuell verkaufen. Und ich kann es mal kurz testen. Und andere Geschenke kann ich, glaube ich, für mehr verkaufen. Und vielleicht wäre dann so rein vom Geld her das besser gewesen. Ist hier Gipskraut, so hat er das auch? Hier. Ach, eine Blume ist es sogar. 1200. Genau, das ist nämlich eine, das ist nämlich so ziemlich das seltenste Geschenk. Das zählt zu den seltensten dazu. Und, wenn ich hier Geschenke verkaufe, warte mal. Ich habe viel zu viele von denen übrigens. Kann auch mal ein bisschen Gold verkaufen übrigens. So, ich habe ja noch nicht genügend Gold. Genau, hier Edelsteine kann ich für 50 verkaufen, Notensammlungen für 150 und ich glaube Eulenfedern eben auch. Und manche gibt es aber auch, die ich für 200 verkaufen kann. Genau, Eulenfeder ist 150. Aber hier die ganzen Blumen kann ich für 150 verkaufen. Anscheinend. Ah, hier gibt es gerade. Okay, dann steht es dabei. Okay, dann gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige Geschenke, wie Wappenkundebuch, was ich für mehr verkaufen kann. Aber ja, selbst beim Verkaufen ist Gipskraut nicht besser als Eulenfeder. Deswegen ist Eulenfeder besser. In jederlei Hinsicht. Okay. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Yay. Ich meine, das ist eh relativ irrelevant, weil ich habe immer noch sehr viele Eulenfedern, obwohl ich ja jetzt gar nicht mehr so viele habe, weil ich eben einige von denen ausgegeben habe, um mit Chess, mit jedem anderen Charakter den B-Rang zu haben. Aber ich habe da immer noch mehr als genug. Ja. So, das war ein kleiner Umweg, aber ich will kurz zum Verwalter hin. Was habe ich jetzt gerade bekommen nochmal? Genau, Hoflieferantenlizenz. Ich kann den hier mehr upgraden. Aber ich glaube, hier will ich ja nicht unbedingt was machen, oder? Hier zum Beispiel Geschenke. Da kann ich noch mehr Geschenke bekommen. Dann auch die ganz, ganz teuren vielleicht. Die ich dann für 200 eben verkaufen kann. Wie das Wappenkundebuch zum Beispiel. Ja. Ich meine, hier, das könnte ich jetzt schon mal austesten, weil ich will eigentlich eh bis zum Ende vom Kapitel alles geupgradet haben beim Marktplatz. Das wäre ganz cool, wenn ich das schaffen könnte. Deswegen, ich mache jetzt mal das hier einfach mal, damit ich mehr Zutaten kaufen kann. So.
Und Auswahl an Waffen erhöhe ich auch mal. Dann können wir mal gucken, was es da jetzt Neues gibt. Ich denke mal, dass ich jetzt halt einfach ganz normale, standardmäßige Kriegerwaffen kaufen kann. Und das wäre dann jetzt nicht so wichtig, weil da habe ich eh schon einige coole Kriegerwaffen oder andere Waffen mit besonderen Effekten, die besser sind. Ich kann nicht mal ernsthaft, dein Ernst? Ich kann nur Silberwaffen jetzt kaufen? Lol. Okay. Ich kann nicht mal Kriegerwaffen kaufen? Wirklich? Das war ja auch maximal geupgradet sogar. Also das werde ich auch nicht mehr weiter upgraden können. Deswegen, ich kann nie Kriegerwaffen kaufen, oder wie? Die kann ich nur in Schlachten bekommen. Okay, dann bringt's ja gar nichts. Weil ich meine, normale Silberwaffen zu kaufen, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich meine, ich hätte es ja auch schon früher upgraden können. Aber jetzt brauche ich es auf jeden Fall gar nicht mehr. Naja. So, und du hast neue Zutaten. Zwei nämlich. Albinea-Bären und Verona. Okay. Die anscheinend sehr selten sind, weil die habe ich nur 46 Mal. Also ich glaube eigentlich, dass in Three Houses das relativ seltene Sachen waren. Oder Verona und Albinea-Bären. Ich glaube, die hat man nämlich für viele Rezepte gebraucht, aber die waren nicht so einfach zu kriegen. Die haben zumindest 3 Sterne auch. Und hier, der Calodensis-Hecht hat auch 3 Sterne. Vielleicht, aber hier sind sie auf jeden Fall nicht selten, weil ich habe die sehr, sehr oft. Ohne die davor einmal gekauft zu haben. Die sind auch sehr teuer übrigens. Na gut. Hope to see you again soon. So, alles klar. Und dann machen wir einfach wieder noch ein paar Gespräche. Im nächsten Part werde ich dann übrigens die erste von den beiden Nebenquests machen, die wir aktuell zur Auswahl haben. Denn Casper hat Lust, was ein bisschen ungünstig ist, weil ich ihn halt nicht mitnehmen kann. Und ich würde ihn ja gerne austesten. Das ist ein bisschen doof. Aber es hat jetzt immerhin Yuri Malborg, immerhin eine von den Personen da. Weil, also auch beim Grinden, wo ich für Dorothea mir Tänzerin holen wollte, auch da war es nie der Fall, dass gleich zwei richtige Einheiten Bock hatten. Also zum Beispiel Yuri und Happy oder so. Damit hätte ich eine Nebenquest richtig gut machen können, sage ich mal. Jetzt hat immerhin einer von diesen Leuten Bock, die bei der Nebenquest dabei sind. Und ich muss Casper aber auch bald eben noch mehr austesten. Ja, aber erstmal jetzt noch in diesem Part machen wir wieder Gespräche. Da habe ich immer noch einige übrig. Wir machen mal mit Chess noch weiter. Der hat nämlich noch 2 Stück übrig. Mit Ignaz erstmal. Den B-Rang und dann danach mit Marianne. Aha. Aha. Mhm. Wir schleichen uns wieder mal an. Looks like he's at it again. How's the book, Ignatz? Ah, could you please not surprise me like that? Sorry, sorry. So, you got more books, huh? They look expensive. They were tucked away in my family's storeroom. I had my brother send them to me. We're a merchant family. All the books here are technically meant to be for sale. But they've gone unsold for years now, so he sent them. Without telling my father. Nach Ignaz Bruder erkundigen, nach Ignaz Vater erkundigen. Ich glaube, über seinen Bruder erfährt man nicht so viel, oder? Meine ich. Weiß ich aber gerade nicht mehr genau. Ich frag mal lieber danach. Your brother sounds like a nice guy. Are you too close? We weren't when we were younger. But I guess we are now. We do write to each other a lot. Achso, nee, doch, da erzählt er ja oft, schon oft drüber was. Vergesst es, ja. And he listens to even my strangest requests. That's why I tend to go to him for everything. Wonder if he feels sorry for me, since I became a knight for our family's benefit. So, you didn't really want to do it then. Well, no, that's not... I did it because I wanted to help them. Now that I'm a knight for House Gloucester, I've been able to make a lot more connections with the nobility. If I use that to help my family's business, then I'm perfectly happy with where I am. If you say so. What kind of books did you borrow? A bunch of travel journals and collections of letters from far-off places. No matter how painful life may be, it all fades away when I read these books and imagine myself traveling. Wait, did you just say painful? I knew you weren't happy. What you really want to do is travel around and paint all the scenery you like, don't you? What? How do you know that? They're not exactly hiding it. You've got books on painting techniques, preparing pigments, and all that kind of stuff right here. Yes. The truth is, I love painting. I know the world holds all these wondrous sights that I can't even begin to imagine. If only I could see them for myself and capture them on canvas. I used to dream of doing that.
but things are different now, you know? I don't regret becoming a knight, and I didn't do it just for my family's sake. I want to do my part to shape Fodlan's future. It's my responsibility as much as anyone else's. That conviction has only grown with every battle. Ah, that must have sounded so arrogant. I'm sorry. I'm embarrassing myself. All right. If you're gonna make it that clear you don't regret your choice, then I'll stop pestering you. But this war is gonna end one day. Why not keep your dreams alive for when it does? Maybe I will. Genau, nach dem Krieg kann ja Ignaz dann im besten Fall rumreisen und all die schönen Landschaften malen. Ja. So, dann mit Marianne gibt's auch noch ein Gespräch. What a wonderful meal. Hey, you've still got some food left. You don't want it? That Ogma Wolverine meat's super hard to come by, you know. Oh, I don't really eat meat. You can have it. Don't mind if I do then. You know, I always feel strangely energized after eating this stuff. You look so pleased to be eating it. It's not every day I get to hear you laugh. Did I look funny or something? No, it's just that the look on your face made me feel happy. Instead of just watching other people stuff their faces, maybe you'd enjoy trying some yourself? I am perfectly content just watching. Huh. Well, anyway, it seems like you've gotten more comfortable eating with me, Marianne. I have. When you told me not to act like someone I'm not, at first I didn't know what to do with myself. But I still thought I could learn something from you. And as I talked with you more, I just got used to us eating together. I see. Then why not branch out and eat with other people too? Mealtimes are a great opportunity to make new friends after all. Making conversation and sitting around the dinner table go hand in hand. That's how we ended up friends, right? It might be a good chance to get to know someone else. What's wrong? I'm sorry, it's just... my adoptive father said the same thing to me once. He did? He often criticized me because I avoided other people so much. He said that, as the heir to House Edmund, I must be at least somewhat sociable. But he never bothered to understand how difficult it was for me to do that. Dich für deine Taktlosigkeit entschuldigen, sie weiter ermutigen. Ich meine, das ist ja beides nett. Aber entschuldigen macht es vielleicht noch mehr awkward, die Situation. Deswegen ermutigen wir sie mal. But you managed to make friends with me. I'm sure if you keep at it, you'll be able to overcome any difficulties. Maybe you're right. But I don't think it's a good idea for me to get involved with too many people. Why? I only bring misery and misfortune to anyone who gets too close to me. So ein Quatsch. That's not true at all. Why do you even think that? It is true. I know it. Okay, if that's the case, then how is it possible for us to be hanging out right now without any problems? You're right. I should have been more vigilant and kept some distance between us. But you're so kind and I just like being around you. I'm sorry. I'll stay as far away from you as I can from now on. I should go. Da hat sie irgendwas falsch verstanden. Hey, wait! Marianne! What am I gonna do about her? Okay. Und wir können noch eines machen. Und zwar Ferdinand will noch mit Dorothea sprechen. Die waren ja auch gerade eben schon zusammengepaart. Mhm. Das erste Gespräch zwischen den beiden, der Bäder. Is something wrong, Ferdinand? You're staring quite intently at those plants while you water them. Das ist echt cool, dass es häufiger vorkommt, dass auch andere Leute vorkommen bei Gesprächen. Jetzt Edelgard einfach so, aus dem Nix. I was merely reflecting on something I saw long ago in Enbar. Oh? What would that be? In truth, it is nothing noteworthy. Back when I was a child, I saw a water nymph dancing and singing in a fountain along the main street. She was radiant, brilliant in the dewy light of the sun. But as an immature young lad, I grew embarrassed and ran away. Wait a minute. That sounds familiar. And you're sure of what you saw? A water nymph? Absolutely.
Her song resonated within me. It was a bucolic tune sung by common folk around the capital. As I recall, she had not been wearing so much as a scrap of clothing. Anyway, once I finally mustered up the courage to return, the nymph had vanished. Such a tale hardly seems possible. What? That's the reason Ferdy ran away that day? No way. I've been wrong about him this whole time? Aber warum hatte Dorothea da nichts an? Wenn das stimmt, was Ferdinand da erzählt. I mean, considering how I must have looked in that fountain. Oh no. I can't even begin to face him right now. I have to go back. Is that Dorothea? I wonder what she's doing over there. He seen me. All right, Dorothea, just be calm. It's fine. It's all fine. Yeah. Everything will be fine. Why, if it isn't Ferdy and 80, what a coincidence to bump into the two of you here. Dorothea, your face is red. Yes, indeed it is. Do you have a fever? Really? I feel fine, but... Well, I was just coming to check on things, but since it all checks out, I'll be going. Bye. Wait. You could suddenly take a turn for the worse. So, I will escort you back. No, I'm fine. I'm not going far. It's still too far to travel alone. If something were to happen to you, it would already be too late. Come now, take my arm. Or, if it please you, I could carry you there. Enough! I am perfectly fine, so just mind your own business and stay away from me. No one appreciates obstinance, Ferdinand. Apologies. Although, given the intensity of her rebuff, I worry she may not have liked me to begin with. Have I committed some grave wrong against her? What should I do? Aber ist echt cool, da hatte sogar Edelgard ungefähr genauso viel Sprechanteil wie Dorothea, würde ich fast sagen. Aber da will ich auf jeden Fall noch mehr wissen. Vor allem, warum Dorothea da angeblich, so wie es Ferdinand in Erinnerung hat, nackt war. In dem Brunnen da oder so. So, wir machen sogar noch ein Gespräch. Ich glaube, eins dürfte noch gehen. Ash hat auch noch eines, nämlich mit Yuri. Auch das erste auf dem B-Rang. Here you go, Collie. As promised. Ein Bandit? This feels a little light. You run into trouble moving the merchandise? Sure did. With all the fighting lately, even the noble folk are getting real selective about who they do business with. Well, nothing to be done for that. Our competitors certainly won't back down, so we can't afford to either. I'll think of something. Might involve crossing a dangerous bridge or three, but we'll work it out. I'm pretty sure he went... Huh? Yuri? Well, if it isn't Ash, you seem out of breath. Am I really so charming? Did you see someone suspicious come this way? I was chasing them down, but I lost them. Ah, you must be referring to my lackey. Your lackey? Wait, what is that you're holding? Oh, just various proceeds from this and that. Dirty money, is it? Coin is coin. Whatever grime it may bear always washes clean in the end. You know, I've been biting my tongue on this for a while, but I don't think it's right to earn money the way you do. You're so much smarter than me. You could do anything if you put your mind to it. There's no need to resort to cheating and hurting people to turn a profit. Are you seriously trying to lecture the Lord of the Underworld? Oh, that's adorable. No one makes it through this life with clean hands. You should know that better than anyone. Sometimes you have to resort to just the most terrible things imaginable in order to feed your family. Am I right? How do you know about my past? I've never told anyone. No, I don't know. Perhaps I heard it from Count Roe, or maybe even Lord Lenato. The sins we commit follow us until our dying day, my friend. I know that, but even so, I...
Well, I'm a bit busy, so you work that out while I walk away. Bye then. Yuri. No, I won't turn my back on you. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Beim nächsten Mal gibt es dann die erste Nebenquest aus diesem Kapitel. Und zwar die mit Yuri, Balthus, Happy und Constance, die untere von den beiden war das, glaube ich. Also mit den silbernen Wölfen, den DLC-Charakteren aus Three Houses. Und ich bin sehr gespannt, was bei denen so abgeht. Vielleicht gehen wir sogar nach Abyssus zurück oder so. Das wäre lustig. Schauen wir mal. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.